Natürlich wäre es eine große Chance gewesen für mich, aber auch für den paralympischen Sport, sich auf so einer Plattform präsentieren zu können. Aber ich freue mich tierisch auf die Paralympischen Spiele, weil das ist für mich mein Hauptwettkampf. Das wäre es auch gewesen, wenn ich bei Olympia starten hätte können. Ich bin paralympischer Athlet, das bleibt so, darauf bin ich auch stolz. Aber die Plattform wäre eine schöne gewesen. Jetzt hat es nicht sollen sein und ja, ich freue mich tierisch auf die Paralympischen Spiele. Und ja, ich denke, wir werden die Chance diesmal auch wieder nutzen, um zu zeigen, dass auch ja, paralympische Athleten Ausnahmeleistung bringen können. Für mich ist das Buch auch noch nicht geschlossen. Also ich glaube, das ist eine längere Geschichte und ja, wir sind irgendwo im Mittelteil wahrscheinlich aktuell. Ich werde weiterhin dafür kämpfen. Ich werde weiterhin dafür kämpfen, dass unser Sport die Anerkennung bekommt, die er verdient hat. Unser Sport setzt gerade aktuell ganz, ganz tolle Zeichen und ich denke, das müssen wir so fortführen. Und ich hoffe, dass ich jetzt nach den Spielen mit dem Weltverband nochmal ins Gespräch komme, dass wir vielleicht bei der Weltmeisterschaft 2017 in London gemeinsam an den Start gehen können und wirklich zeigen können, dass wir ja auch Inklusion in den paralympischen und olympischen Bereich leben.